Was geht ab, Freunde? Wir spielen heute endlich mal wieder eine Roblox-Story. Ihr habt mir ja viele in die Kommentare geschrieben. Davon spielen wir auf jeden Fall auch nochmal welche in den nächsten Tagen. Also seid gespannt, Freunde. Aber heute sind wir auf dem Mars unterwegs. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier schnell rein, bevor es losgeht. So, ab ins Raumschiff. Wir sind heute auf dem Mars unterwegs und müssen die Erde davor bewahren, dass sie sich selbst zerstört. Und wie wir das alles anstellen, seht ihr in dieser Folge. Haut auf jeden Fall auf den Like und auf den Abo-Button, wenn ihr Stories feiert. Und ich würde sagen, let's fets. Freunde, jetzt sind wir hier auf irgendeiner Space-Station angekommen. Wir sind als Wissenschaftler unterwegs. Und hier ist Spaceman. Hey, Spaceman. Er ist auf jeden Fall hier oben am Start. Und er sagt, wir sind dabei, auf eine Mission zu gehen, um ein Heilmittel auf dem Mars zu finden. Das Heilmittel wird den Virus stoppen, der uns zu lange in Quarantäne gelassen hat. Oh, Freunde, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Ja, Flash Optimus, er hat auf jeden Fall die Quarantäne echt satt. Und ich will einfach nur frei sein, ja? Einfach wieder leben. Einfach dieses ganze Quarantäne-Ding, einfach das alles wieder beenden, Freunde. Auf dem Mars angekommen. Ey, guckt euch mal an, wie es einfach aussieht. Guckt mal, einfach mit der Rakete sind wir ein bisschen abgestürzt. Ja, moin. Und anscheinend müssen wir da oben hin, oder was? Er zeigt uns irgendwie den Weg zurück. Hier erstmal hoch, so ein bisschen über die Felsen. So, zack. Oh, okay, können wir hier noch höher? Hier vielleicht? Und? Ja, hier können wir auch noch hoch. Aber das sollen wir gar nicht? Oder sollen wir doch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine wilde Landschaft. Guck mal, da sind wir genau in so einen Krater reingestürzt. Da unten! Einfach Marsbewohner, einfach Aliens hier am Start. Guck mal. Da! Wir sind Wissenschaftler von der Erde. Hallo, können wir mit euch reden? Wir haben von einem Heilmittel hier auf dem Mars für das Virus gehört, was die Erdbevölkerung auslöscht. Ich sehe, ihr scheint müde zu sein. Ich gebe euch etwas Essen und Betten. Ey, das ist aber ein netter Alien. Hätte ich nicht gedacht, wie der einfach auch aussieht mit den Armen. Guck mal da, die Krallen und so. Ich glaube, mit dem will man sich auf jeden Fall nicht anlegen. Okay, er sagt, wir können hier auf jeden Fall rein in seine Höhle. Gucken wir mal, was er hier so am Start hat. Alter, einfach so ein Alien-Bunker. Er sagt auf jeden Fall, ich weiß, dass ihr hungrig seid. Wollt ihr etwas ausgefallenes Alien-Essen essen? Oh, okay. Sie fragt auf jeden Fall, was ist denn Alien-Essen? Da bin ich auch mal gespannt, was das sein soll. Bestimmt irgend so eine grüne Soße. Es kommt aus den Röhren und ist sehr lecker. Okay, also hier wahrscheinlich diese Röhren. Oder hier drüben. Hier sind auf jeden Fall Betten. Ja, sicher. Also Leute, ich bin mir da unsicher, ob es wirklich lecker sein soll. Ich bin gespannt. Ja, wo müssen wir hier hin? Oh. Habt ihr das gehört? Ach, hier! So Alien-Kekse haben wir gerade gekriegt. Ach so, war ja mega lecker. Oh ja, die, muss ich sagen, schmeckten echt gut. Oh, der eine da hinten erstickt auf jeden Fall. Wo ist er hier? Ich helfe dir. Okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall schnell Medizin. Wir müssen hier Arzneimittel finden. Da sehe ich die doch schon, den Kasten. Na, los, nehmt ihr den da. Und sehr gut, er hat das gefunden. Und, ist er jetzt wieder geheilt oder was? Ja, ich will doch einen Keks haben. Eigentlich waren die doch ziemlich lecker. Wir sollten etwas schlafen, sagt er, okay? Dann würde ich sagen, ich will oben pennen, oder? Ich will oben pennen. Oh, geht das? Oh. Ich bin zu klein für das Hochbett. Freunde, egal. Dann würde ich sagen, legen wir uns einfach unten rein. Hier. Schlafen hier mal ein Ründchen. Er sagt auf jeden Fall, er sagt süße Träume. Freunde, die werden wir haben. Oh Gott, seid ihr auch alle gerade aufgewacht? Was ist hier los? Auf einmal bebt alles. Die Musik. Oh nein, was ist hier los? War der Alien doch nicht? War der zu nett zu uns? Oh, die wissen es anscheinend auch nicht. Oh Gott. Was ist hier auf einmal los? Oh, 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 was ist das für ein Geräusch? Auch die Musik, die hier auf einmal losgeht, Freunde. Hier, schnell ins Bettchen wieder. Okay, wir müssen uns hier raus. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an, wie er aussieht. Alter. Das ist anscheinend doch ein böser Alien oder so. Ist alles in Ordnung mit dir? Anscheinend nicht, Freunde. Der ist anscheinend böse. Der will uns anscheinend frillt er uns fressen oder so. Oh, 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 rede doch bitte mit uns. Oh, guckt ihn euch mal an. Mit seinem. Hey, der. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Lauft! Lauft, er kommt! Aber wohin, 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 wohin? Nein, er kommt hier rein. Natürlich geht er auf mich. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Okay, wir müssen schnell ins Schlafzimmer, sagt er. Und die Tür verriegelt. Oh Gott, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da hat er mich auf jeden Fall verfolgt. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Die Tür ist zu. Aber jetzt müssen wir hier irgendwie hier raus. Er sagt auf jeden Fall, Junge, was ist los? Oh Gott, ey. Alter Vatermann. Der Alien wollte uns die ganze Zeit umbringen. Ja, auf jeden habe ich auch gesehen. Oh, Freunde, hört ihr die Mucke?
Hey, was ist hier auf einmal los? Der Alien ist einfach komplett mutiert oder wild oder böse oder so. Keine Ahnung. Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen, wie wir ihn irgendwie weglocken können. Es muss einen Weg geben, hier irgendwie rauszukommen. Ich habe da auch eben so eine gelbe Leiter gesehen. Ich glaube, mit der können wir hier rauskommen, ja. Er sagt, er glaubt, das Alien ist vorerst weg. Also, ich bin nicht der Erste, der durchguckt. Du kannst ja gerne mal durchgucken. Hä? Okay, schauen wir uns das andere Zimmer nach einem Ausweg an. Okay, ist es wieder offen? Ja, okay, er sagt hier, wir sollen, er hat auch die Leiter gesehen, so wie ich eben auch die gelbe Leiter, die müssen wir auf jeden Fall hoch. Ja, Freunde, lasst uns hier mal schnell hochklettern, komm mit. So, hier hoch. Hau mal ab hier, Mann, du blockst mich hier voll. So, und hier auf den Mars raus. Oh Gott, aber ich habe doch gar keinen Raumanzug an. Sind alle noch am Start? Wie viel sind wir? Nur noch 4 Leute, wir waren doch eben noch 8. Das war's. Kein anderer mehr am Start. Ah! Oh nein! Er ist hier auf einmal wieder gespawnt, Freunde. Oh Gott. Ja, und hier können wir auch nicht mehr runter. Oh Gott, was heißt das jetzt? Lass uns in Ruhe. Glaubst du, du kannst mit dem Heilmittel davonkommen? Ja, das glauben wir. Wir wollen nämlich die Erde retten. Und du bist nur böse. Warum tust du das? Oh, Freunde. Wer denkst du, hat die Erde mit dem Virus infiziert? Freunde, anscheinend hat er die Erde mit dem Virus infiziert. Okay, er ist auf jeden Fall da hinter uns am Start, glaube ich. Wir sind hier auf jeden Fall, glaube ich, in irgendeiner Höhle. Er weiß auch nicht genau, wo wir sind. Wir sind in einem Labyrinth. Wir finden uns, wir müssen unseren Weg hier rausfinden. Ja, das stimmt. Kommt alle mit. Ich kenne, glaube ich, den Weg. Ich glaube, hier hinten lang, oder? Oh, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Umdrehen, 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 umdrehen. Hallo, hallo. Zurück, zurück, zurück. Hier lang. Hier habe ich ein gutes Gefühl. Na, kommt schon. Hier ist ein langer Tunnel. Ja, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Hier, das ist der richtige Weg. Na, kommt. Wo jetzt lang? Geradeaus vielleicht? Was meint ihr, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Oh, wir sind nur noch zu zweit unterwegs, ja. Ich glaube, wir haben alle anderen. Da hinten kommen sie. Kommt, 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 kommt. Ja, hier ist das Ziel. Hier geht's lang. Hier ist lang. Ja. Okay, okay. Wir haben hier den Ausgang gefunden, Freunde. Wo kommen wir denn jetzt hier rein? Was ist das denn? Was ist das? Oh Gott, auf jeden Fall hier irgendwie so eine Fabrik oder sowas am Start. Und hier ist auch noch eine kleine Obby eingebaut. Hier ist so ein kleiner Parcours, Freunde. Unter uns auf jeden Fall irgend so ein Virus oder so. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit, das zu schaffen. So, hier erstmal drauf. Sehr gut. Nächste. Nächste. Ja, haben wir. Das sieht gut aus. Das haben wir, Freunde. Sehr schön. Wie sieht's bei euch? Wie sieht's bei euch aus? Gar keiner mehr da. Nur, die haben es alle nicht geschafft. Oh mein Gott, es hat nur einer geschafft. Und wo ist der? Wo ist denn der andere? Freunde, ich bin nur noch, wir beide sind am Überleben, aber wo ist denn der andere hin? Ist der schon durchgezogen? 9 Sekunden? Ich komme hier auch nicht durch. Hat der das verriegelt von der anderen Seite oder ist der noch da drüben? Hallo? Wie heißt der denn? Er hat es auch nicht mehr geschafft, ich bin der Letzte. Ich bin einfach der Letzte, der es überlebt hat. Okay, er sagt hier, wir sollen hochklettern. Aber wo? Hier, okay. Wo sollen wir denn jetzt hier klettern? Hä? Ach die... Oh Gott! Oh Gott! Wie soll ich denn hier klettern? Nein! Ey, Freunde, überhaupt kein Plan, wie ich das geschafft habe. Er sagt, der Impfstoff muss in dem Tunnel sein. In dem hier? Wie kommen wir denn hier rein? Oh Gott, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und da hinten guckt uns der Alien, das Alien an. Und da ist auch unsere Rakete. Okay, wir müssen eine Axt finden. Die muss hier irgendwo sein. Und damit müssen wir anscheinend die Holzbretter klein hauen, damit wir da rauskommen. Wo soll denn hier eine Axt sein? Oh, da oben, oder? Ja, ich hab sie hier. Da ist sie. Sehr schön. Dann können wir da hinten, glaube ich, hier die Holzbretter klein hauen, oder? Ja. Freunde. Ja, wir haben es klein gehauen. Sehr schön. So, weiter geht's. Hier ab in den Minenschacht. Oh Gott, müssen wir hier rutschen? Ey, die Mucke ist auch so, die macht mich so nervös. Und hab nur ich überlebt. Also jetzt ist 1 gegen 1, ich gegen den Alien. Okay, wir müssen uns hier auf jeden Fall den Impfstoff holen. Der muss hier irgendwo sein in der Höhle. Hallo? Ist das hier der Impfstoff? Hier, die Spritze, die Spritze. Ja, ich glaube, wir haben sie. Können wir da irgendwie ran? Ich glaube, ja, ich glaube, ja. Holen wir uns den Impfstoff. Ich glaube, den haben wir jetzt am Start, oder? Was sagt er denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, hier ist der Impfstoff. Dieser Impfstoff wird das Virus heilen und die Quarantäne beenden, Freunde. Oh mein Gott. Okay, und jetzt müssen wir nur noch zum Schiff. Rufen Sie ein Ersatzraketenschiff an. Gehen wir zurück. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben den Impfstoff gekriegt. Jo, wir haben es einfach geschafft. Wir wurden abgeholt von einem anderen Schiff. Ich kann nicht glauben, dass wir den Impfstoff gefunden haben, der die Welt retten wird, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir können endlich die Quarantäne beenden und alle wieder befreien von dem Virus. Ich bin sicher, wir kommen zurück und holen das Alien.
Freunde, wir haben es auf jeden Fall geschafft, auch wenn ich der letzte Überlebende war. Anscheinend haben alle bei diesem Jump'n'Run verkackt oder so, sind in die Säure gefallen, in den Virus, keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, wenn ihr auch wollt, dass wir nochmal zum Planeten fahren und uns das Alien so ein bisschen vorknöpfen und vielleicht mal... Ne? Ihr wisst Bescheid, was wir dann mit dem machen. Dann haut auf jeden Fall auf den Like und auf den Abo-Button. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann können wir vielleicht da auch nochmal sowas in die Richtung machen. Checkt gerne eins von den anderen beiden täglichen Roblox-Videos aus. Leute, zurzeit kommen 2 Videos täglich auf meinem Kanal. Also, Freunde, richtig, richtig wild. Checkt sie auf jeden Fall alle aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.